You're exhausted. Been overdoing it. Blood pressure a little high, too. You need a good long rest. Out of the question, Doctor. You're running the risk of a heart attack, so no excitement, you understand? Take this prescription along to Matthews right away. They're pills for your heart. Careful now. At the slightest twinge of pain in your left side, swallow one and fast. You got that? I hear and obey, Doctor. And no reckless pranks. You're young, but I'm only a physician, not a wizard. Doctor, there's something I must tell you. I was chased by an Indian. An Indian? Apart from Natawanga, who hides out in the forest, I don't see who it could be. There was a certain Naramus, I seem to recall, but he must be well and truly dead by now. If you meet him, ask him for the recipe for his elixir of eternal youth. I'm not joking, Doctor. That's what I was afraid of. I'm not a psychiatrist, you know. What you need is rest. Und damit Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Let's Play Shadow of the Comet. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir den ersten Teil kurz rekapitulieren. Na? Oder wir holen uns erstmal das fröhliche Rezept. Nee, rekapitulieren. Just arrived in charming fishing port of Ilsmouth. Warm welcome from Dr. Cobble, with whom I'm lodging, and A. Arlington, the mayor. The photographic plates haven't arrived with the rest of my luggage. Summary of Boliskin's book. I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What a sight! The stars appeared to be a rifle shot away. He held the torches while I drew new constellations. I named them Octopus, Stalker. Who was that boy? There must be a register of births for that period. Where can I find the town records? There were three births in 1822. Greenwood. His house is next to Dr. Cobble's. Coalstone. South of Jug's house. Curtis. In the fishery near the harbor. I have found Boliskin's guide. He refuses to help me. My information points to a calvary deep in the forest. I must learn its precise position on my map. A strange message written by Boliskin. E-S-T. The rest has been rubbed out. This must be the rest of the message on the rifle. Northeast Beast. 4x2 stars. The calvary is here. Young Webster has agreed to be my guide. It is time to get my equipment ready. Webster is friendly. He left so quickly, however, that he forgot to give me back my tripod. Luckily, I'm fairly gifted as a handyman. My three photos have been taken.
I hope Mr. Meyer's plates are still good. What a night. I stumbled onto a secret gathering at the Stone Circle. The Indian in charge of ceremonies almost killed me. I had to run as I have never run before in my life. I lost consciousness. Dr. Cobble has prescribed some pills to get me back in form. Genau, da sind wir jetzt also. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes wohl diese Fotoplatten entwickeln. Jetzt haben wir das Rezept da noch. Wunderbar. So, Fotoplatten entwickeln. Also Fotofilm entwickelt man. Naja, braucht was Basisches für die Entwicklung. Fürs Unterbrechen dann diese Reaktion was Saures. Also eine Säure irgendwie. Und zum Fixieren dann eigentlich Ammoniumthiosulfat. Das haben wir früher alles noch in der Schule lernen müssen. War eigentlich eine interessante Sache. Wie war das? Entwickeln ging ja hier beim Apotheker, ne? Vielleicht ist das Mädel wieder da. Nee. Hello, Mr. Matthews. Mr. Parker, what a nice surprise. Hallo? Muss ich jetzt dem das Rezept auswählen? Okay. Ah, also. Darn it all. I'll get all that ready for you. It's going to take a while. I have a favor to ask. I must develop my plates, you see, and... Help yourself. It's the door at the end. I'll be with you as soon as I've finished. In case you've forgotten, you need to develop and fix your plates. That requires mixing four different chemical products. You find the products you need to mix for each preparation on the shelf. Na wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. So. Jetzt dürfen wir da auch rein, sehr gut. Da sind wahrscheinlich diese bunten Flaschen da oben. Ja, nimm sie halt. Methylaminparaphenol, okay. Hydrochinon. Natriumsulfid. Und Borsäure, okay. Und da ist auch nochmal was. Natriumthiosulfat. Kaliumpyrosulfid. Salzsäure. Und Paracetamol. Okay, das sind jetzt 8 Stück. Ich brauche aber nur 4 davon. Hat er ja gerade gesagt. So, hallo, kann man da jetzt nicht reingehen? Fehlt noch was? Man bleibt da immer irgendwo hängen, das ist furchtbar. So, jetzt müssen wir als erstes mal irgendwie schauen, dass wir das Licht ausmachen können. Die Frage, wo geht das? Lampe, hallo? Da geht's schon mal nicht. Nee. Wo ist denn da der Lichtschalter? Gibt's doch nicht. Nee. Anquatschen kann ich die Lampe wahrscheinlich nicht. Obwohl andererseits gerade ich wäre durchaus in der Lage, auch so eine Lampe mal duster zu quatschen. Vielleicht hier? Also das Zeug braucht's eigentlich. Also
Methylaminoparaphenol. Ah, das ist der Lichtschalter. Siehst du, doch eine Lampe irgendwo. Okay, also jetzt kippen wir mal das Zeug da rein. Schwupps. Nein. Okay. Na, irgendwie muss das doch gehen. The chemicals seemed a little tired out. I'd better develop all the plates together. Okay. So jetzt also. Also, wieder nach oben. Hallo. Da, Methylaminoparaphenol. A few drops of metal. Let's continue. Genau, das ist basisch. So. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Unterbrecher. Das könnte das Hydrochinon sein oder die Borsäure. Jetzt probieren wir es mal mit Hydrochinon. A dash of hydroquinone. Ja. Well, let's see the fixing solutions. Let's continue. Genau. Hätte ich jetzt eigentlich Ammoniumthiosulfat erwartet, aber gut, da haben wir so Natriumzeug, das geht ja genauso. Also Kaliumthiosulfat. A sniff of potash, metabisulfite. Genau. Let's continue. Welches von den beiden nehmen wir jetzt? Das Thiosulfat oder das Sulfid? Das weiß ich jetzt gerade nicht. A spot of sodium sulfite. Okay. Scheint zu passen. Und the British Scientific News will definitely fire me if I'm not able to develop a photograph. I'd better have a go again. Very well. Okay. I'll start again. Okay, also nochmal von vorne. Also Methylaminparaphenol ist auf jeden Fall richtig. Das Hydrochinon ist genauso korrekt. Oder will der da vielleicht doch die Borsäure haben? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das wäre zu krass. The chemicals seemed a little tired out. Okay, also. Ja, nehmen wir diesmal vielleicht das Thiosulfat. Das ist vielleicht das Richtige. Also, Methylaminparaphenol. Damit geht's los. A few drops of metal. Let's continue. A dash of hydroquinone. Genau. Well, let's see the fixing solution. Let's continue. Also bis hierhin hat's auf jeden Fall schon mal gestimmt. So, zum Fixieren. Nehmen wir a sniff of potash metabisulfite. Let's continue. Und jetzt nehmen wir mal das Zeug, genau. The merest hint of sodium thiosulfate. Und? No problem. Ah, also. Super. Und jetzt können wir es uns hoffentlich auch gleich mal angucken. Perfect. Super. Machen wir das Licht wieder an. Genau. Und dann. Okay. Da ist irgendwo der Komet wahrscheinlich drauf. Da nicht. How horrific! Ah! My heart! Gut, das wäre eigentlich eine wunderbare Stelle, um innezuhalten. Thank you very much. Without you, I... You see, that's a lot better already. Don't push your luck. I'll try to remember that. I'm counting on you. So is my daughter. That comes to $10. Thank you.
Now I must leave you. Will you be all right? So, wunderbar. Jetzt haben wir ein paar Herztabletten. Das ist ja auch immer ganz nützlich. The drugstore is open from 8 to 6. If you need more pills, just stop by and ask. Thank you again. Okay. Muss ich irgendwie diese Chemikalien wieder zurückstellen? Wahrscheinlich eigentlich nicht, ne? Schauen wir mal, vielleicht hält er mich ja auf. Ah, guck mal, die Tochter ist auch da. Hallo. Oh, quite a surprise, Mr. Parker. Isn't that right? You look kind of pale. You should think about your health. You're most thoughtful, Mr. Coldstone. Aren't you a little too old to be out so late? I can take care of myself. A word of advice. Stay away from the forest. There's something about it that doesn't agree with some folks. Okay. Weg ist er. Die ist mal wieder da, bloß ohne Enkelin. Kann man bei dir vielleicht neue Fotoplatten kaufen? How about the photos? I just... Well? Be sure to show me the results. Mist. I'm sure you'd find them far too amateurish. In any case, I'll certainly be back for more very soon. Mhm. All right, but don't wait too long. Goodbye now. Okay. Na dann. Okay. Würde ich, also jetzt muss ich doch die Fotoplatten mit der Post verschicken. Das heißt, eigentlich könnte man mal bei dem Tobias vorbeigucken, oder? Die Statue hat auch nichts. Na gut. Also, wo steckt der denn? Wahrscheinlich zu Hause. Hallo? This door is locked. Aber der Typ kam doch da gerade raus. Ich dachte, dieser Kapuzenheini wäre ein anderer. Hallo. Ach. Ich sag ja, diese Steuerung ist hakelig ohne Ende. Dass ich da irgendwie mal vernünftig bewegen kann. Mal kurz schauen, ob der irgendwie hier ist, weil nein, da hinten vielleicht in diesem Nebenraum. Closed. Okay. Da ja, jetzt könnte ich das Gemeindearchiv mal in Ruhe durchstöbern. Ne? Okay, ich fürchte, der ist tot. Oder dieser komische Kapuzentyp. Kann natürlich auch sein, aber ich dachte, das wäre dieser andere, den wir da schon mal gesehen hatten in dem Laden, letzte Folge. Jetzt hier kommen wir doch gleich direkt zu seinem Haus, genau. This door is locked. Okay, ja, die ist zu. Aber ich habe einen Schlüssel. Wo habe ich den denn jetzt her? Cool. Wo habe ich jetzt diesen Schlüssel her, bitte? Habe ich den gerade irgendwie im Archiv eingesteckt, ohne es zu checken?
Ah ja, Blutflecken. Die sieht man zwar nicht, aber da eine Statue. Nee, die Hand. Ich kann mir das irgendwie nie merken. Eine Babystatue. Das riecht schon wieder schwer nach Resident Evil, dieses Bilderrätsel da. Da hinten am Bild vielleicht was? A Statuette. Da unten. Okay. Dann nehmen wir die auch. Jüngling? Ja, ja, genau. Baby-Jüngling, alter Mann wahrscheinlich. Ah, da ist noch eine. Da bei den Schmetterlingen, ja genau. So. Okay, wie nehme ich die jetzt? Ich sehe sie nämlich nicht. Jetzt ja. Greisenstatue. Okay. Schön übersetzt. Okay. Bücher. Was haben wir da? Kindheit. Ja, zum Beispiel. Müssen wir wahrscheinlich durch die Babystatue ersetzen. Nee, nicht die. Die da. Ja. Genau. Ja, was war das? Jenseits des Chaos. Was weiß denn ich? Okay, was haben wir da? Hey. Ah, a key. Mhm. Nein. Hey, Mist. Okay. Ah. So ein typischer Fall von echt hakeliger Steuerung. Mann. Okay. Der Mann, der lacht, ist dann wahrscheinlich der Jüngling. Was haben wir da? Die Kunst, Großvater zu sein. Genau. So. Es kommt wahrscheinlich gleich ein Schloss irgendwie. Ah, nee. Ah ja. So, you kept your promise. Who did this? I didn't see. What does it matter now? I'm going to get some help. No, it's too late for that. And I can still be of some use to you. Zwar, muss ich den jetzt nochmal anquatschen oder wie? Pergament, ja, genau. Quick, give me the parchment. They came to find it. Great heavens, it's as I thought. It means, in his dwelling place of dead Relia, Cthulhu dreams and waits. Do those words ring any bells? I've come across the name Cthulhu in old manuscripts concerning primitive religions. Nothing more. Mr. Parker, man has not always been the master of this world. Many ages ago there was a race of gods. The great old ones. But how can you believe such... I have little time. Rightly or wrongly, many believe that by using certain incantations, these loathsome creatures can be brought back to reign over us once more. How? There are portals through which the great old ones will enter in exchange for the promise of power, wealth, and immortality. Oh, there are men prepared to perpetuate the hideous ancestral cults and work for the return of these gods. What are these gods? Where are they? They are at once far away and very near.
Their names are Dagon, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Cthulhu. There are many others. The passing of Halley's comet coincides with a favorable astral conjuncture. They will return. Parker, you must stop them. You must. Do you hear me? How can I stop them? In 2 nights from now, in the center of a stone circle, the guardian of the portal will materialize. It must not be allowed to happen. You will find here a book called the Necronomicon. Within its cursed pages, you will find the formula you need. Be warned, Parker. The book drives men to madness. Do not take it from here. But if you... My desk. The message. That man will help you. Some of Ilsmuth's citizens will seek your destruction by whatever means possible. Read the message in the safety of your room. But... Noracomus, the sorcerer, even dead, he wields ghastly power. Dead? Remember, more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your... I won't forget, Tobias Jug. Ja, das war's wohl. Gut, dann müssen wir jetzt dieses Buch da öffnen. Das geht wahrscheinlich mit dem Schlüssel, genau. So. Wahrscheinlich muss ich es erstmal nehmen. Aber ich soll es ja nicht mitnehmen. Also ich muss hinterher unbedingt dran denken, das Teil wieder zurückzulegen. The Necronomicon. This little key must open. So, geht doch. Und da ist noch die Nachricht, okay. So. Lesen wir doch the mal. The Ancients were, the Ancients are, the Ancients will be. Yog-Sothoth knows the portal. Yog-Sothoth is the portal. Yog-Sothoth is the guardian and the key to the portal. To summon him, stand inside the circle at the appointed hour. Yagnai, Thefaik, Nagha, Yog-Sothoth. 3 times he must be summoned, and there will be light. The portal will shut. Okay. Das ist wahrscheinlich bei diesem Steinkreis, aber da kommen wir natürlich jetzt nicht mehr hin, weil... Ja, weil halt blöd gelaufen, weil halt da die Brücke jetzt zerstört ist. Okay, jetzt müssen wir in dieses Buch wieder zurücklegen. I'll put it back in its place. Ja, perfekt. Okay, und dann nichts mehr raus hier. Nicht, dass wir jetzt da auch noch schuld sind. Na? Hallo? Hey. Okay. Ah, also zum Haus. Hallo? Hallo, Leute. Okay. Jetzt mal diese Nachricht da. Genau.
The man who can help you lives where the three colors float. From there, 100 messages leave. He's recently been looking for the Forgotten Symmetry, which is on the map everybody can see. Nee, das Postamt, wo der mich hinschickt. Wo diese etwas Now, unfreundliche Lady. Where have I seen a map of the region? And ja, what are these three colors and 100 messages? Ja, Briefe halt. Und drei Farben, das ist wahrscheinlich die US-Flagge gemeint. Da Stars and Stripes. Okay. Kann ich hier noch irgendwas Empty. Mitnehmen, oder? Nee. Offensichtlich nicht. Na gut. Irgendwie verträgt die DOS-Box das nicht so gut, dieses kurze Video an, Video ausmachen. Das muss ich halt leider tun. Mr. Parker, how about a drink with poor old Jed? I'd love to, but a little later. I'm in something of a hurry. Another time, then. Mhm. Ah. Postamt. Nee, Wald. Quatsch. Das Problem ist, dass die DOS-Box ja diese, die macht es als AFI-File und wenn das zu lang ist, dann kann sie es nicht verarbeiten. Hä? Nein, falsch. Was gibt's da nicht? Da will ich hin. Jetzt. Ja, genau. Ah, jetzt fehlt die Karte. Super. Na gut, müssen wir halt mit der Dame da quatschen. Good day, Miss Gilchrist. I was told there's Gilchrist. A map of the region hanging up here, but I can't seem to... Oh, well, David Underhouse asked me for it, and I lent it to him. The poor man can't get around, you know. Such a cruel world. Where can I find him? There, the door at the end. Interested in Indians, are you? Mr. Underhouse is very keen. He's been looking for that cemetery for months. Ah ja. Wieso gerade seit 3 Monaten? I beg your pardon? The cemetery of some Indian tribe, the Muckamucks or something. Well, he found it, and my, is he happy. Now why should a fine man like that take such an interest in savages? Naja, man stimme sie friedlich. I don't want to seem like a flatterer, but you're quite right. Mr. Parker, my father often said, the only good Indian's a dead one. And he knew what he was talking about. Now, if you'll excuse me, some of us have work to do. So very true. Well, thank you for the... Sehr schön. So. Jetzt bin ich mal neugierig. Hallo? Dahin marschieren oder wie? Hello, Mr. Parker. Ah. Yes, our walls are so thin they hardly need ears. Are you an admirer of Indian culture? Not exactly, no. I see. You think they were stupid, bloodthirsty savages, eh? Nah. As for savagery, I think the Indians might have learned a thing or two from the 7th Cavalry. Excellent, Mr. Parker. But do please study the map. I'm very grateful, Mr. Underhouse. Satisfied, Mr. Parker? Do you know this place here? That's the stone circle, the location of the Mi'kmaq burial ground. And you say you know nothing of Indian culture? I'm afraid I didn't make myself very clear.
It's precisely because I'm so ignorant about Indian culture that I'm here. Have you heard of Narakamas? Indeed. He was the last of a particular branch of the Mi'kmaq tribe, a branch known as They Who Worship the Night Howler. By Night Howler they meant Nyarlathotep. How did you hear about him? We met. He almost killed me. But he is supposed to have died 70 years ago. Yeah. I can only tell you what happened. Let me answer you with a question of my own. Did you know that those who worship Nyarlathotep are rewarded with a very particular gift? Immortality? Tja, ungefähr das wird da wahrscheinlich passiert sein. Does the name Cthulhu mean anything to you? There are names it is wise never to pronounce, and people it is wise never to meet. Do you think that... An ancient curse hangs over Ilsmith. Some of the townspeople practice strange rituals in the worship of foul and age-old gods. I wanted to know more, and my curiosity cost me my legs. Mm-hmm. Ich glaub, da fragen wir lieber nicht intensiver and nach. Tobias Jug, who led me to you, is dead. Dead? Dear God, there is no time to lose. Andrew Arlington isn't here. The diary containing the origin of the curse is locked inside his office safe. Okay. I'll get the diary and bring it. No. You'd better leave it where it is. There's no point in alerting them, is there? I can give you some information. I know the combination to the safe is made up of a number of digits. Welcher Safe ist nicht so aufgebaut? Es ist immer eine gewisse Zahl von Zahlen, die man da eingeben muss. You don't happen to know what they are. When I discovered it, just before my accident, the digits had something to do with the Bible. Okay. Da gibt's jetzt aber sehr, sehr well, viele Zahlen. Well, thank you for your help. You can thank me by bringing me a photo of the stone circle. That's a promise. Gut. Dann auf ins Büro des Bürgermeisters. Hm, die schon wieder. Hallo? Good morning, ladies. Hello, Mr. Gloria, I forbid you to speak to this person. He is nothing more than a ruffian who fights in the streets. Sehr höflich.
Okay, aber vielleicht sollte ich dann doch mal diese Fotoplatten eben besorgen, wenn ich den Steinkreis nochmal fotografieren soll. I just dropped in to say hello. That's very kind of you. Ah, was, Medaillon, Brosche? Eigentlich wollte ich Fotoplatten. I'd like another set of photosensitive plates. Hold on a second. There are four plates. That'll be $10, please. Okay. What can I get for you, Mr. Parker? Ganz ehrlich, jetzt bin ich doch neugierig. Wofür ich den I'll take the locket. Medaillon Thank you. Kann. Come back soon. What can I get for you, Mr. I'll take the brooch. Thank you. Cool, die habe ich nicht mehr bezahlen müssen. Ha, wie schön ist das denn? So, okay. Hey, das ist doch, na, wie hieß der? Mr. Bishop, I'd like to talk to you again about Nathan Tyler. Keep your voice down. I may have something to tell you, but... Where? I'll let you know. You take care now, Mr. Parker. See you later. I hope. Der ist ja zuversichtlich. Okay, diese Dame hier, die hat doch ganz bestimmt eine Bibel für mich. Hallo? Okay. Schauen wir mal. That's a little unfair, Miss Picot. Young Webster needed some help, and it was my duty as a Christian to... Good Christians do not spend their time in bars, Mr. Parker. Good day to you. Ah, ja, sag ich doch. Die ist das mit der Bibel. Please forgive me if my behavior upsets you. Would you mind if I borrowed... I hardly like to be without it. This Bible is the last reminder of my great-aunt, a most God-fearing woman. Ja, so, jetzt muss ich wahrscheinlich die Brosche dagegen tauschen. Na, okay. Also, nehmen wir mal... Medaillon, Brosche, Medaillon, Brosche. How kind of you, Mr. Parker. It's almost like the one I lost last week. Ja. Aha. Okay. I don't know how to thank you. Here is my Bible. Please take good care of it. Ja, klar. Hübsch. Okay, warum muss das jetzt so... Naja, von mir aus... Thank you so much. Okay. Irgendwie ist die ein bisschen schwierig, die Dame. So. Aber wieso sollte jetzt in deren Bibel die Kombination von dem Safe des Bürgermeisters stehen? Ja, keine Ahnung. Ah, you'll have to come back later. This is my break. I simply want a few words with the mayor. Not possible. The mayor is not here at this time. Das weiß ich ja zufällig. What time will he be back? I cannot say, Mr. Parker. Okay. Well, in that case, I'll just go up to his office and wait for him. I refuse to continue this discussion. Come back later. Ach nee. Okay. Aber ich muss das doch machen, wenn der Typ nicht da ist, oder? Vielleicht muss ich vorher diese Bibel da lesen. Oh mal. Ach, die Offenbarung des Johannes. Okay. Ja, 3, 4, 5.
page 345. The Apocalypse according to St. John, chapter 13, verse 8. And the number of the beast is 666. Ah, gut, darum ging's. Okay, das war fast zu einfach. You'll have to come back later. This is my break. Ja, natürlich. Deswegen bin ich ja jetzt da. I simply want a few words with the mayor. Not possible. The mayor is not here at this time. I don't want to bother you, but the mayor suggested I enjoy the view of Ilsmouth from his... Ah, yes. You must be the photographer. It's about the next edition of the Ilsmouth Town Hall Journal, I suppose. Mhm. Ja, ja, genau. No, I'm the reporter. Well, all right. But don't go touching anything. Reporters. They can't leave anyone alone. Ich bin irgendwie fasziniert, wie viele Gemeindemitarbeiter dieses Kaff jetzt auf einmal hat. Es sind immerhin 5 Leute, die da Pause machen. Einer hat sogar ein Weihnachtsgeschenk dabei. Okay. Na gut, wo der Safe ist, ist irgendwie deutlich. So. There's a handle hidden in this painting. Let's see. Naja, das war jetzt nicht schwer. So. It's exactly as I thought. Okay, also 3, 4, 5. Oder 6, 6. Nee, 3, 4, 5. Okay. Ah, verdammt. Nee. Kann man bloß mit der linken Maustaste machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vier. Und... So. Okay. Und jetzt? Nein. Okay, geht wieder bloß in eine Richtung. Oh Mann. Nein. Wie soll denn das gehen? Hä? Oder ist die Kombination einfach doch falsch? Ah. Mann. Ah, jetzt wieder. Blick reinwerfen, Tagebuch nehmen. Oder noch was? Ah. Okay. Irgendwie nicht. Ah, ist noch ein Zigarrenetui, okay. Gut. So, kann man das Ding jetzt gleich mal irgendwie lesen, weil ich muss es ja wieder zurücklegen, dass sie das nicht checken. Ah ja, jetzt geht's, okay. My name's Jonas. Jonas Hambleton. In 1829, I made my fortune. The hard way. At sea. Even the big Boston businessmen were jealous of my fishery. At that time, I became interested in the occult. I read only the most accursed books. And then, I met Noracomus. He initiated me into the ancient practices. At last, I was in contact with those from the outside. Each day, my knowledge grew deeper. My body regenerated. My hands were at last palmed. But the ancients wanted more. Much more. I gave in. My own wife, Lavina, was the bargain, you see. I screamed out the invocations. And he came.
The sea would take all I cherished, but that was of no importance. The pitiless god Dagon wanted that union. That was the price of my immortality. Two sons were born of that wondrous night, Wilbur and Curtis. The second of them betrayed and abandoned me, but the first followed in my footsteps. Ja, Curtis haben wir schon kennengelernt und Wilbur, dachte ich eben, wäre dieser Kapuzenmensch. Genau. He has my gift. He can beg to the stones. They all think I'm dead. Only he who reaches that place where water, earth and sky come together can find my burial place. Our work was destroyed in 1834, all because of that accursed Boleskin. But gods are immortal, and time means nothing to me. Nobody can destroy the families without the statuettes which I guard and the secret incantation. In 1910, the comet will come again, and the prophecy will come true. Cthulhu! The great ancients will reign. I will swim beside my Lavina in the abyss, and we shall sing the praises of he who cannot be named. I'll put the diary back in its place. Würde ich auch vorschlagen. So, jetzt nichts wie raus hier. Okay, das heißt, von diesem Jonas geht die ganze Geschichte sozusagen aus. Der ist das Urböse. Jetzt sollten wir als nächstes mit dem Hambleton da nochmal reden. Ne, nicht Hambleton. Na, der Kerl halt da im Rollstuhl. Würde ich vorschlagen. Also da auf dem Postamt. Okay, nicht die rechte Maustaste. Verdammt nochmal. Ich kann mir das irgendwie nicht merken. Ich bin das so gewöhnt, dass man in so Adventures mit der rechten Maustaste die Bewegung steuert. Das ist bei dem Ding hier einfach nicht so. Aber man kann es auch mit der Tastatur machen. Das ist nur irgendwie umständlich. Ah, schauen wir mal. Did you find the diary I spoke to you about? Yes, and I'm grateful to you. Well, I'm glad to see you're trustworthy. I hope that you put it back exactly where you found it. Mr. Arlington would be furious if he knew someone had been looking in his safe. Well, I'm a little tired. I think I'll have a rest. Goodbye for the time being, Mr. Parker. Ah, toll. Und das ist jetzt alles, was du mir gibst, oder wie? Na schön. Okay, vielleicht sollten wir mal Bishop irgendwie finden. Er treibt sich wahrscheinlich irgendwo da hinten beim Hafen rum. Wofür brauche ich eigentlich dieses Fernrohr? Oder die Laterne?
Schauen wir mal. Ah nee, da ist er ja schon. Brav. You wanted to see me, Mr. Bishop? A word of advice. Be careful. Of what? And of whom? You see, I happen to live next door to the Hambletons, and there's some strange goings on there. Is that so? Yes, Illsmouth has been cursed. I think you're here to help us. I just wanted you to know that you can count on me. Das ist doch schon mal gut. That's a heartwarming offer. I'll need all the help I can get. Diese Salamander im Hintergrund, ich find's so cool. Okay, und nu? Geht denn der hin? Wissen wir nicht. Hm. Hm. Offenes Zigaretten, Zigarrenetui. Okay, was ist da drin? Why don't I unscrew this case? What's this inside? A piece of paper. Aha. Abholschein. Also zur Post. Jetzt bin ich neugierig. Okay, sagen Sie mir nicht, aber dann kriege ich es vielleicht so. So, you're on an errand for Mr. Hambleton. That'll be $3, please. That must be a frock. Mr. Hambleton always orders them from Boston. Thank you. Good day. Okay. Dass ich das einfach abholen kann. Ganz ehrlich, wenn der Hambleton jetzt dann nach seinem Päckchen sucht, dann kriege ich aber Ärger, oder? Hm. Was ist eigentlich dahinter dieser Bar? Weil ich meine, da hinten ist doch irgendwo dieser Leuchtturm. Da müssten wir vielleicht mal irgendwie vorbeischauen. Da, wo Erde, Wasser und Himmel aufeinander stoßen, ne? Hat er doch irgendwie verzapft. In den Friedhof können wir, glaube ich, immer noch nicht rein, ne? Ah, ne. Okay, was ist jetzt in dem Paket? Wissen wir nicht. Hm. Kann man denn da hinlaufen? Da muss es ja auch irgendwie einen Weg geben. Ach, sieh an, der schon wieder. Well, if it isn't Mr. Parker, you get around, don't you? Yes, I'm heading for the lighthouse on Pickman Promontory. Well, that's lucky. You are too kind, Mr. Coldstone, but that won't be necessary. I'm in quite a hurry, you see. Sag mal, was haben die eigentlich neuerdings alle immer, dass sie ständig mit mir irgendwie einen trinken gehen wollen? Was ist das da hinten, ein Brunnen, oder? Ja. Oh, wieder so ein Salamander, cool. So. Ah, da ist eine Kutte. Drin, I shouldn't be disturbed here. Okay. Na dann. Hm, schön. Okay. Zwei Schwachköpfe da. Ah, hello, Mr. Wilbur. Everything okay? Oh, we can go. Mr. Wilbur is there.
Sehr schön. Gut, das heißt, so kommt man jetzt zum Leuchtturm. Das ist doch auch schon mal was wert. Okay. Nobody. I think I'll take these ridiculous clothes off. Okay. Das ist natürlich die spannende Frage, kommt man da irgendwie rein? Nee. Ah ja, gut, mit der Strickleiter. Hm. Spiel hilft einem immer so ein bisschen, finde ich, drauf. Also das, was man jetzt gerade aktuell braucht, erscheint dann schon immer. Hallo? Achso. Bums. Hallo. So, was haben wir jetzt hier? Eine Sonnenuhr? Eine Lampe? Oh, nicht gut. Was ist da drin? Kerze. Ja. Bringt ja ungemein viel. It's a small sundial with a metal point at the center. Well, well. A mechanism which opens. Jetzt nicht wirklich irgendwie Flügel, oder? Okay. Ja, Icarus lässt grüßen. Kerze, Flügel, alles klar. Müssen wir erstmal noch die Kerze anzünden. Können wir vielleicht eigentlich mit der Lupe machen. So. Ja, nicht dahin leuchten, sondern auf den Docht leuchten. Ist doch logisch. So ungefähr. Nee. So. Jetzt. Perfekt. Ich meine, gut, die hat eigentlich schon gebrannt. Wieso ich sie nicht einfach brennend da rausgeholt habe, weiß auch keiner so genau. Why not use the wax from this candle to strengthen the wing? Let's hope it holds. Bloß welchen Sinn jetzt dieser Ausflug auf den Leuchtturm now, gemacht let's hat? Just hope this keine thing Ahnung. Works. Otherwise. Ja, sonst falle ich halt runter. Und hops. Hui. Schön. Plumps. Where am I? Bei den Zigeunern. Have no fear, Mr. Parker. You are safe now. Thank you. You were the only one brave enough to act. Do you feel better? Yes. Thank you. God be with you. The danger is great for you. We spent the night in that accursed forest, and we heard the devilish chanting. We saw Mr. Wilbur. Be quiet, Pepto. I can help you. I can make the shadows speak, the shadows that wander in other worlds. They may be of help to you. Well, if you think so, go ahead. Blick in die Kristallkugel. Sit down facing me, Mr. Parker. Concentrate. Empty your mind of stray thoughts. You know me. My name is Lord Alistair Bulliskin. You have followed in my footsteps. Now you must destroy the curse of Cthulhu. Long ago, when Illsmith had no name. A temple stood beside the shore. Sorcerer perpetrated barbarous sacrifices in the name of the great ancients.
The walls amplified the chance of the blood-crazed adepts. The great ancients took pleasure in our suffering. They have not forgotten the splendor they once knew. If you do not act in 2 nights, when the comet passes, then the world will once more be enslaved to these loathsome gods. They must not be permitted to return. What I did 76 years ago, you must do. I will help you. But first, you must fight the men who give themselves over to these abominable rites. You must fight alone. One day, the ancient city toppled to the bottom of the ocean. Only thoughtless fools imagine the curse has been lifted for eternity. Of that accursed city, only a stone circle remains. There, the surviving members of the cult meet for their hideous rituals. The great ancients impatiently await the day when they will reconquer their lost kingdom. And in his city of dead Relia, Cthulhu dreams and waits. None may gaze upon the face of the gods and hope to keep his sanity. Now you must go to where Jonas rests for all eternity. Also zum Friedhof. You must leave now. Remember, nothing is written forever. Believe in yourself. Ja, also dann ab in den zum Friedhof da. Aber der ist halt immer zugesperrt. Komme ich jetzt wieder aus dem Wald raus? Das hatten wir doch schon mal. So, und jetzt darüber, ne? Okay, es ist auch schon wieder Abend. Das trifft sich auch gut, weil wir ja quasi eine Folge pro Tag machen. Wir sind ja bloß 3 Tage hier. Da ist schon wieder dieser komische Köter. Ja. Ja, das ist diese Villa. Da hat dieser Baldskin, glaube ich, drin gewohnt, ne? Hey, was haben wir da? Fauler Fisch. Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht können wir uns da irgendwas mit abwehren oder so. Einfach, weil es schön stinkt. Hallo, Bishop. Good evening, Mr. Bishop. Wow, guck mal, nicht so finster, Junge.
Good evening. Have you heard the news? No. What is it? Jug's dead. Baggs discovered his body. Dr. Cobble says it was suicide. I don't really believe that. Selbst Mord, wenn der irgendwas auf den Schädel gekriegt hat und da vor sich hin verblutet ist, das ist doch Blödsinn. It's horrible. Yes. I'll say goodbye. I was going to get the cemetery key. Aha. Warte. Could you lend me the cemetery key? I would like a few moments there to collect my thoughts. Das ist auch eine schöne Ausrede. Insbesondere wenn man dabei so guckt, wie der guckt. Sure. Take it. So. Speichern wir mal vorsichtshalber. Einfach mal so zur Abwechslung. Bin ganz froh, dass ich mit dem in dem Spiel hier auf nichts schießen muss, weil das wäre mit der Steuerung echt kein Spaß mehr. So. Und jetzt Schlüssel wahrscheinlich, genau. Und klick. So. Frage ist jetzt natürlich, wo liegt dieser Typ? Ah, wohl offenbar nicht. Im Prinzip brauchen wir sowas wie eine Gruft. My God. It's poor Jug's grave. This will not go unpunished. This I swear. Wieso hat der jetzt schon ein Grab? Die sind aber schnell da. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Seil. Ja, ist auch ein Seil. Okay. Oder rechts marschieren? Ne, da geht's nicht weiter. Ah, da geht's nochmal weiter, okay. Ah ja, da ist sie dann. Okay. Huch. Was haben wir da noch? Eine Stange. Okay. Da geht's jetzt rein wahrscheinlich. Schauen wir, ob man da irgendwas lesen kann. Nee, natürlich nicht. Okay. Wahrscheinlich müssen wir das Gitter mit der Stange öffnen. Also. Ja. Jetzt brauche ich wahrscheinlich das Seil, weil das geht wahrscheinlich nach unten, ne? Nee, okay. Doch. Und abwärts. Hurra! Okay, jetzt wird's spannend. Okay, also. Hier ist schon mal nix. Mhm. Mal da. Totenkopf, okay. Oh ja. Immer mitnehmen, was man gerade so hat. Ich frage mich, was das da hinten für ein Gesicht ist. Okay, hier hat es aber sonst keinen Totenschädel. Obwohl alles voll ist mit Totenschädeln. This mask is somewhat worrying. I have a feeling I've seen it before somewhere. Echt? Sagt mir gar nichts. Aber gut. Man muss ja auch nicht immer alles wissen. So, schauen wir mal hier rein. Ah. Geschlossenes Gitter, aber zwei Podeste. Wie geht das jetzt wohl aus? Sie wahrscheinlich diesen Schädel da drauflegen.
Reicht aber noch nicht. Okay, ja, dann ist wahrscheinlich der andere da auf der anderen Seite drüben. Hier zum Beispiel. Wow. Ich glaube, die sollte einen besser nicht treffen. Ih, wie fies ist das denn? Okay. Gibt's kein Muster irgendwie. Komplett zufällig. Irgendwie am Rand vorbeilaufen. Boah, knapp. Okay. Gleiches Gesicht. Aber ohne Möglichkeit. Ah, zieh einer an. Okay. So, boah. Das ist ja gemeingefährlich. Da ist wieder diese blöde Fledermaus. So. Okay, dann bringen wir mal den zweiten Kopf da oben dran. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Nächster Abschnitt. Sieht genauso aus wie vorher. Was ist das denn? A human gaze in a block of stone. Okay, da ist irgendwie zu. Muss wahrscheinlich irgendwie auch wieder irgendwo was reinlegen oder so. Ih, Spinnen. Huch. Okay, aber hier ist ja sonst nichts. Dann war das das wahrscheinlich. Okay, das heißt, es gibt hier auch so Bodenplatten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch Fallgruben. Okay. Lass mal lieber speichern. Nicht, dass wir hier wieder irgendwie eine Falle auslösen. Gut, das war jetzt nicht sehr schwer. Boah, hoffentlich verlaufe ich mich da jetzt dann nicht. Was ist das? Nichts. Okay. Figur hier? Auch nichts. Super. Schauen wir hier mal rein. Ah, guck mal einer an. Statuen. Wie schön. Erste Statue, zweite Statue, oder? Okay. Gut, das sind jetzt genauso Nischen wie jetzt in dem einen Raum da vorhin. Ja, genau. Mit der. Was ist das denn für eine Schlange? This snake is 10 times the normal size. Ach nee. Demnächst erklärt er mir noch, dass Wasser nass ist. Okay, dann. Keine Ahnung, tun wir einfach mal die erste da rein. Geht da ein Gitter auf. Da drüben dann vielleicht auch. Hm. Also das Ding gibt irgendwie keinen Effekt. Zweite Statue. Ah, Moment mal. Wenn ich... Genau, ich kann die noch sehen. Das heißt, die ist falsch an der Stelle. Dann ist das garantiert eine Falle. Und dann stimmt das da nicht. Ah, okay, wenn man die einfach austauscht. Also, wenn ich die jetzt da reinsetze...
Passiert dann irgendwas? Nee. Muss ich erst noch die andere wahrscheinlich dann holen. Oder es gehört doch da oben jetzt die zweite rein und die erste quasi da, wo ich jetzt gerade die zweite wieder rausgeholt habe. Keine Ahnung. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall falsch, dass die da drin sind. Erste Statue, genau. Schauen wir mal. Nee, ah, doch. Ha. Okay. Okay, Karte funktioniert hier natürlich nicht. So, das links und rechts, das ist ja quasi genau das gleiche wie vorhin. Da komme ich wieder nicht hin. Ih, Ratten. Okay. Geht's da lang? Hallo? Hä? Jetzt bin ich wieder da. Muss ich das verstehen? Ah, jetzt ist da offen. Okay. Also, auch da gibt es wieder so einen Aufgang. Das zieht einen ja richtig an. Schon wieder so ein Ding. Spinnen. Weg, weg, weg. Ich mag keine Spinnen. Da ist doch eine Fledermaus. Ja. Okay, hier wimmelt es nur so von irgendwelchen Viechern. Die sind vermutlich nicht ganz ungefährlich. Okay, geht's jetzt? Ah, okay. Ja, gehen wir halt da hoch. Jetzt kommen wir hier wieder raus, oder? Ja. Okay, das heißt, das ist quasi immer, der Aufgang führt quasi immer da wieder hin. Das ist ja verwirrend, das reinste Labyrinth hier. Okay. So, was haben wir jetzt gerade geöffnet? Das Gitter hier. Mit dem Ding gerade. Ne, das hatten wir ja schon. Hier ist nichts. Das Gitter haben wir jetzt gerade nochmal aufgemacht. Okay. So, was ist jetzt hier? Auch wieder nichts. Boah, hier, alle Räume sehen irgendwie gleich aus. Das ist echt verwirrend. Ist gemeint, dass hier die Kartenfunktion nicht geht. Schauen wir mal. Hallo? Okay, da ist auch irgendwie nichts. Ja, schon wieder so eine Fallgrube. Da irgendwo eine Bodenplatte? Keine Ahnung. Ah ja, da ist eine wie auch immer Tür. Na? Okay. Endlich mal wieder so ein leerer Raum. Mhm. Spannende Frage ist, was habe ich jetzt gerade geöffnet? Okay. Schauen wir mal. Einfach mal. Auch wieder, aber da ist die Gittertür irgendwie schon offen. Kann sein, dass ich die gerade geöffnet habe, vorhin mit dem Ding. Aber speichern wir die ganze Scheiße nochmal. Weil irgendwie habe ich hier böse Vorahnungen. Irgendwas Gemeines kommt hier noch. Was zum Geier ist das? Three times. Okay. Around the Earth. The sun will turn.
Okay, das ist zwar eine sehr harte Umkehrung der astronomischen Tatsachen, aber wahrscheinlich muss ich einfach bloß dreimal um den blöden Tisch hier rumlaufen. 2, 3. Ah, siehst du? Ist ja gar nicht mal so schwer. Wenn man mal dahinter gestiegen ist, wie die Rätsel ticken, dann geht's eigentlich. So. You will die, Parker! You cannot win! You dare trouble my sleep! And for that you must pay the price! Listen carefully, Jonas. Your sleep will soon be eternal. Do you hear me? Your blood will be mine! It's all over for you, Jonas. I'm going to destroy you and your filthy kind. Imbecile! You know nothing of my powers. Gaze upon me and implore your feeble god. May Cthulhu grant me his aid. Ja, ist gut. Ich glaube, wir sammeln mal. Ah ja, das sind diese Statuen, die der Jonas da hat. Damit kann ich jetzt diese Familien vernichten. Hoffentlich weiß ich, wer das alles ist. So. Okay, dann würde ich sagen, nichts wie raus hier. Ach du Scheiße. Oh fuck. Okay. Geht's hier lang? Okay. So, jetzt runter. Runter, runter. Nein, halt. Runter. Verdammt. Okay, ich glaube darüber jetzt. Hoffentlich. Jetzt wieder hoch. Hallo? Okay, jetzt darüber, rüber, rüber, rüber. Ah, Mann. Und wieder, scheiße, runter, nee, hoch. Okay. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht vertan. Ah. Verdammt, Fallgrube. Ah, das ist alles so fies. Okay. Nee, rüber. Gut. Ja, da kommen wir jetzt gleich in das Ding mit den zwei Statuetten. Einfach jetzt bloß geradeaus runter. Geht's ja gar nicht, okay. Müssen wir nochmal diesen Umweg hier laufen. Jetzt aber. Boah, hey. Nochmal. Okay. Und jetzt hier wieder runter. Da waren die Schädel, die sind schon weg, interessanterweise. Und jetzt ins Seil. Boah. Thank heavens, you are safe. Thank you for saving my life. He's exhausted. Walter, help me. We'll take him to the house. Das sind doch jetzt die Websters, oder? Do not struggle. No harm will come to you here. I don't know how to thank you. My son Walter told me of your adventure the other evening. I really must go. Such impatience! You must rest a little and tell me of your adventure. Walter, hand over the tripod you took from Mr. Parker and leave us, please. I would prefer all this to remain our secret. My son is easily impressed. Okay. Aber jetzt habe ich wenigstens dieses Stativ wieder. Das ist ja auch schon mal was wert. Horrible events are taking place in Ilsmouth. If I don't put a stop to them very soon, then even more ghastly things will happen. How lucky I was that you were there. I take care of the graveyard. We heard the noise. It's not the first time folks have taken an interest in that grave. Das kann ich mir really? Vorstellen, dass... My husband John, God rest his soul, told me of dreadful things before he passed on. We were newlyweds when Jonas died. John went to the Hamilton house for the wake.
Do they still live there? No. After the fishery went bust and Jonas died, they moved closer to the harbor. Jonas's body was laid out on the top floor of the house. At that time, there was a window in the wall. John looked through, and what he saw was a desert with giant stones and strange creatures. My God! John was frightened. He lowered his eyes. On the ground was the sign. Wilbur, who was standing over his father's body, seemed ill at ease. He covered over the sign with a sheet. Well, do you know? The sign shone through the sheet. After that, the window was bricked up. The sign must have something to do with the curse. If I can place the statuettes on... Let me explain. There are in Ilsmouth four families who are trying to help some unspeakably evil gods to return to this world. The gods are called the Great Ancients, and they ruled the world many thousands of years ago. To destroy these families, I must place these four statuettes on their houses. Strange words are engraved on the bases of these statuettes. Wenn der Text halt noch ein bisschen schneller weitergehen würde. Arlington, Hambleton, Coldstone and Tyler. I know that Walter hid a drawing of the sign around here. It was a kind of cross, I think. Okay, die soll ich jetzt suchen oder was? An old-fashioned wood stove. Nett. Ja, vielleicht da... Schrank, nein, Bett, Kommode, Bild, keine Ahnung. Mrs. Webster, come quick, I found it. Please, hurry, Mr. Parker, there isn't much time. A drawing of a star. Okay. Stern. Schön. Die noch irgendwas zu sagen? Keep away from Jonas Hamilton's house. There's a good chance they're waiting for you there. They need to be weakened first. Ja, das ist vermutlich dieses Herrenhaus. Das muss ich also erst mal die anderen irgendwie finden. Okay, Moment, da war doch der eine in der Nähe vom Hafen jetzt gezogen. Das wird wahrscheinlich das blaue Haus da sein. I'm sure of it. Die anderen, meine muss ich halt irgendwie suchen. Menschen irgendwo rumlaufen. So. Schauen wir mal. Da hinten in dem Haus da, das dachte ich mir jetzt. So, speichern wir das mal vorsichtshalber. Hat das jetzt garantiert wieder irgendwas Gefährliches? Parker,
Ah, da. Didn't anyone ever tell you how dangerous it is to go out at night? I'll have to kill you. Übersetzung ist schon wieder sehr witzig. Also, dann nehmen wir mal die Statue 1. Ei! Ja. 2. Da, 3. So. 4. Ei! Jog! Da, so! What are you saying? No! Not that! So, da ist der Stern. Also Statue draufpacken. Hallo? Jetzt aber. Not that, Parker, please! Good God, how horrible! Ich würde sagen, der Spuk ist vorbei. Oh, Dagon, I beg you. From the depths of the abyss, come to my aid. Fill me with the power of the age-old curse. So, das wäre Nummer 1. Fehlen noch 3. Hier schon mal keiner, okay. Arlington, also der Bürgermeister wäre ja eigentlich jetzt fällig. Frage ist, wo der ist. Da offenbar nicht. Das ist Postamt, das glaube ich nicht. Chuck ist ja schon tot, der kann ja nicht dabei sein. Da geht's nicht weiter. Okay. Ich glaube nicht, dass man in ein Haus hinein muss. Dann geht's da noch weiter. Ach ja, nee. Don't bother trying that on me, Parker. You're gravely mistaken if you imagine you can eliminate me. Aha. Und wer bist du? Ach, der Bürgermeister. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Rala! Jetzt aber 2. 3. 1. Rala! Gana! Half! Tip! No! Not that! Da oben. No, Parker. Not that. I beg you. Okay, das ist etwas härter. So, und wie geht's jetzt weiter? Good God, how ghastly. Irgendwie ein anderes Wort wie grausig ist Ihnen auch nicht eingefallen bei der Übersetzung, ha? Help thy faithful servant. So, das war jetzt Nummer 2. Jetzt ist Arlington tot. Jetzt brauchen wir noch Hamilton. Wobei, nee, Hamilton, glaube ich, hatten wir als erstes. Okay, der ist jetzt irgendwie, der hat sich gleich ganz aufgelöst. Schauen wir mal schnell. Das ist irgendwie ein saucooles Haus hier. Ganz ein Fisch. Jetzt sind wir wieder bei Jack. Ja genau, da hat er doch irgendwie gewohnt.
Oder? Ja, genau, da ist er ja. Dann gehst du jetzt vielleicht auch nicht mehr mit mir trinken, du Typ. Ja. Aber wenn vielleicht zuerst mit dem faulen Fisch noch hauen. Naga! Eins. Hulu! Vier. Kau! Eins und zwei. Wig Naga! Hulu! Kau! Okay. Wig! Ah, so geht das, okay. No, Parker! Not that! Doch, genau das. Zack, oh Scheiße. Und jetzt darüber. Und die Statue da drauf geschmissen. So. Nummer 3. Ah! Parker! Have mercy! Not that! Please tell me you won't do that! Dear God, how abominable. Okay, ist der gerade zerplatzt? Yog-Sothoth, may your demonic power guide my corrupted soul. So, das war jetzt Coldstone und jetzt fehlt ja eigentlich bloß noch dieser Wilbur und seine Bande von Schlägertypen. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, hat ja die Dame da gesagt. Hey, die Katze, guck mal. Ihr habt doch einen Fisch. Haha, haha. Ha. Komm mal her, Mieze. Hihi. Schwupps, habe ich jetzt die Katze dabei? Haha, ist das geil. Die wandert im Inventory rum. Das ist ja mal eine coole Katze. Okay. So, weil das ist garantiert da unten, also in diesem Haus da, diesem Verfallenen. Und wenn ich da jetzt einfach hinmarschiere, dann hauen die mich wahrscheinlich. Das heißt, da ist doch nebendran der Hund. Und den kann ich jetzt hier mit der Katze ärgern. Und dann laufen die alle dahin und ich kann ganz schnell dahin schlüpfen. Und den Papa umbringen. Vielleicht habe ich dann ein bisschen Glück. Nee. Da ist er. Genau. Da ist ein Wauwau. So. Also nehmen wir mal die Katze. Und. Dad, the dog's barking. He must be here. Ah, siehst du, sag ich doch. Also nichts wie weg. Jetzt wahrscheinlich. Nicht gut. Hoppla. Nach oben. Genau, solange die mich da drüben irgendwo beim Hafen suchen. Und jetzt hier wieder runter. Und jetzt dann über... Genau, so. Und jetzt kann ich mich mal schnell um Papi kümmern. Okay. Ja. Ist da irgendwo was? Nee. Ach doch. Eine Windrose, sehr schön. Ja, da haben wir noch eine Lampe irgendwie. Hallo? Oh, Laterne, meine Teuben. Okay, da ist nix. Irgendwie muss doch hier weitergehen. Wahrscheinlich muss man hinten dieses Steuerrad, ja genau, die Windrose dann einsetzen. Und wenn sie mir schon die Windrose hier hinstellen. Ja, genau. Okay, und weg hier. So. Ja, eine Lampe oder Laterne, das heißt, da braucht es dann die zweite. Auch klar. Nee, okay. Doch. Sehr schön. Huch. A book called Magic Rites. Praktisch. Können wir das mitnehmen? Keine Ahnung. Okay, sind wir da. Wissen wir nicht. Okay. Haben wir da noch ein Fernrohr? Und wieder eine Laterne? Hä? Was haben wir da? Eine Kurbel. Ja, die ist wahrscheinlich fürs Fernrohr gedacht.
Vielleicht muss man das auf irgendwas ausrichten. Nee. Macht einfach hier Hebel raus. Oder sowas. Oder Füllfederhalter. Keine Ahnung, was das ist. Können wir die irgendwie dran zerren oder so? Strange. Ah. Das ist eine Kugel. Ja, die gehört wahrscheinlich dann da in das Bild rein. Wetten. Ja. Hm, okay. Da ist der letzte Stern. Sehr schön. Also dann. Ich hätte eigentlich schwören können, dass da irgendwie der Vater nochmal aufkreuzt. Na? Geht nicht. Okay. Stattdessen drehen wir irgendwie die Musik so ab. Also 4, 1. Naja. Shoot. 2. Da. 3. So. Na ja, shoot! Da! Oh. Super. Und nu? Face it, Parker. Hallo? You'll pay for this. Die Nichtswürdigen haben sie ausgedacht, hör. Impossible! God fang of things, Mercy, Parker! Parker, God fang! A curse on you for Ilea! Fagazan Iahe Cthulhu-ia! Okay, ich glaube, das war's. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, fürchtet euch ein wenig. Oh, why have you all abandoned me? I curse you, Parker. You will not show more Cthulhu. Dagon, Yog, Sothoth, Yai, Nifl, Yai, 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 Yai